Ja, liebe Zuschauer, heute dürfen wir Ihnen einen absoluten Kultklassiker vorstellen. Das gab es vor langer, langer Zeit von einer Firma, die nannte sich Rado. Dieser Kultklassiker war nicht gerade sehr ansehnlich. Man könnte auch sagen, hässlich. So, dann gab es die von Chanel. Da waren die unheimlich schön, aber dafür unbezahlbar. Die Rede ist von sogenannten Keramikuhren. Die haben einen ganz speziellen Vorteil. Die sehen nicht nur schön aus, sondern extrem robust. Dadurch, dass die sind sehr kratzfest, dadurch, dass die in einen Backofen sozusagen kommen. Und deswegen sind die unheimlich schön. So, jetzt wissen Sie ja, wir sind ja bei Pearl TV. Und bei Pearl TV ist es ja immer so, bei uns bekommen Sie absolute Top-Produkte für ganz weniges Geld. Und so auch heute hier in der Sendung. Und nicht nur die Uhren, sondern auch noch der Kai. Wir stellen Ihnen insgesamt 4 Uhren in dieser Sendung vor, und zwar wunderschöne Damen-Keramikuhren. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was Anne gerade gesagt hat. Keramik ist eines der härtesten Materialien, was in der Natur überhaupt vorkommt, hat den Riesenvorteil, eine sehr feine Oberfläche zu haben, lässt sich sehr genau bearbeiten, deswegen sind auch hier die ganzen Teile gefräst und wird natürlich heute auch in der Medizin für Hüftgelenke verwendet, für Kniegelenke, wird aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen verwendet, wo ich heute ein sehr zähes, hartes Material brauche, was ich aber auch von der Oberfläche schön vergüten kann. Mhm. Und anfangen tun wir mit der ersten kleinen schwarzen, wunderschönen viereckigen Uhr, die wir hier haben. Ein Klassiker eigentlich, eine ganz schlanke, kleine Damenarmbanduhr mit einem Keramik-Halsband, wollte ich schon sagen, mit einem Keramik-Armband dabei. Und die sieht einfach total klasse aus, weil die eben so einen Glanzeffekt kriegt. Das liegt daran, dass das Keramik eben in der Oberfläche noch nachbearbeitet wird und poliert wird. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache, weil Keramik heute mal wirklich auch schön aussehen kann. Genau, und die kleine schwarze Uhr passt natürlich auch zum kleinen schwarzen, also sprich zum kleinen schwarzen Kleid. Aber nicht nur das, die ist auch sehr alltagstauglich. Wir haben es ja gesagt, sie ist sehr, sehr robust, sehr, sehr kratzfest. Und das ist das, was meiner Meinung nach eine gute Uhr ausmacht. Ich finde, eine Uhr, wenn die viel Geld kostet, dann trage ich die nicht jeden Tag, weil ich will ja lange, lange Freude davon haben. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ich will jeden Tag meine Uhr dabei haben und das kann ich mit dieser Uhr. Denn die ist sehr robust, die ist kratzfest, sieht aber schon sehr, sehr anfällig für Kratzer aus. Ist es aber nicht. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, die wird gebacken in einem sogenannten Backofen. Und dadurch macht das natürlich das Ganze auch extrem kratzfest und natürlich auch sehr robust. Das ist eben der Vorteil, dadurch, dass Keramik so glatt ist. Du kennst das ja auch selber, wenn du mal so ein Armband an der Hand hast, da ist dieses Armband, so ein Kettengliederarmband, nicht wirklich ordentlich gearbeitet. Da kann es schon mal sein, dass man die Härchen drin zieht. Ja, ne? Genau. Das kann zum Beispiel bei dem Keramik jetzt nicht passieren, weil das wirklich auf 1000stel Millimeter genau gefräst wird. Das wird also sozusagen in CNC-Frästechnik hergestellt. Ja. Und dann werden diese Gliederarmbänder eben zusammengesetzt. Und daher auch dieser perfekte Fluss insgesamt. Man sieht das ja wunderschön. Das ist ja richtig fast wie eine glatte Oberfläche. Ja, ich drehe das auch und trotzdem gerne mal um. Ganz fein gemacht und ganz sensibel, ganz glatt. Und das ist eben der Riesenvorteil von Keramik, weil ich Keramik eben heute wirklich auf 1000stel Millimeter genau bearbeiten kann und Keramik eben auch nicht arbeitet. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Genau, jetzt sind wir auch hier bei der Faltschließe. Das zeige ich eben mal. Auch hier, das ist ganz einfach zu bedienen. Ich drücke hier nur einmal drauf, dann geht die schon auf. Und das Schöne hieran ist, die ist sehr lang. Also für mich ist sie sehr lang, aber ich kann hier natürlich auch Glieder jederzeit rausmachen lassen. Genau. Das kann ich dann für jedes Handgelenk auch gerne anpassen. Und das ist natürlich auch toll, weil lieber ich mache ein bisschen was weg, als dass zu wenig dann vorhanden ist. Ganz ne? Genau. Spannen soll eine Uhr natürlich nicht. Sie sollen ja auch noch ihren Unterarm durchbluten können und ihr Handgelenk. Genau. Und insofern können Sie es natürlich ideal anpassen. Man nimmt immer dann jeweils auf einer Seite 2 Glieder raus, die passen dann von der Länge her. Das können Sie eben durch diese kleinen Federstifte machen, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht haben Sie ja von uns auch schon aus unserem großen Sortiment unserer Uhrenpflege und Bearbeitungsprodukte vielleicht schon das ein oder andere zu Hause, dann ist es überhaupt kein Ding, dass Sie bei der Uhr einfach Ihr Armband auf die perfekte Größe kürzen können. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Rückseite, denn das finde ich auch nochmal sehr wichtig. Die Gehäuserückseite ist nämlich aus Edelstahl. Genau so ist und es. Das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, also besonders für Allergiker, also demnach auch sehr gut geeignet. Hier sehen wir es nochmal, das ist aus Edelstahl. Halt, ich weiß aber nicht, wie ich es halten soll, weißt du, dass die Kamera das gut einfangen kann. So ist es ganz okay. Ne? Sehr gut. Also wie gesagt, Gehäuserückseite aus Edelstahl. Natürlich auch unsere Faltschließe, die ist auch aus Edelstahl, dadurch natürlich auch sehr gut für Allergiker geeignet. Und hier zeige ich jetzt nochmal, wie man das einfach zusammendrückt. So, tschack, tschack. Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf unser Ziffernblatt. Jetzt habe ich da natürlich ein paar Schmieriflecken drauf gemacht. Ich habe mir gerade die Hände eingecremt. Da sehen wir nämlich noch so ein paar kleine funkelnde Glitzersteinchen. Die ersetzen sozusagen, also es gibt hier keine Zahlen, sondern nur kleine funkelnde Glitzersteinchen. Und deswegen finde ich die Uhr ganz besonders schön, denn das wirkt sehr, sehr schlicht.
Also diese Uhr besticht eigentlich schon mit dem Aussehen, die braucht nicht viel Schnickschnack. Das ist wirklich richtiger Hingucker, ne? Ganz genau. Die Artikelnummer für diese schwarz-perlmutt glänzende Uhr ist die NC7314 und die 569. Für eine wunderschöne, kleine, schlanke Damenuhr, die super robust ist, weil aus Keramik. Und das ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte. Solche Uhren vor allem für den Preis zu bekommen, ist eigentlich fast unmöglich. Wir bei Pearl TV bieten die Ihnen für wirklich ganz kleines Geld an. Wenn Sie die Idee haben, Ihrer Frau was Gutes tun zu wollen mit einer kleinen, schönen, klassischen Damenarmbanduhr, wäre das doch sicherlich was. Aber halt, vielleicht haben wir auch noch eine zweite Variante, die Ihnen ganz gut gefällt. Genau, edel und klassisch geht es weiter. Natürlich klassisch ist die Farbe immer für Schwarz. Das ist so schön zeitlos, wie ich finde. Und zeitlos sind natürlich auch diese Uhren. Also die schwarze mit diesem Strasssteinchen besetzten Lünette ist ja schon echt der Hammer. Weil ich finde, das ist so ein bisschen wie, also man merkt natürlich auch sofort die funkelnden Steinchen durch dieses Schwarze. Der Kontrast ist halt gegeben. Ja. Es ist so ein bisschen wie Yin und Yang, ne? Gut und böse. Also es hat so ein bisschen Diamonds, also Girls Best Friends, ein bisschen den Touch. Dieses Perlmutt-Schwarz, dieses Hochglanz und dann eben diese Strasssteinchen vorne drauf machen das natürlich nochmal edel. Strass liegt ja seit 2 Jahren total im Trend. Es ist ja also jede Uhr, die heute mit Strass besetzt ist, da fliegen die Frauen ja drauf. Hier aber in der Größe als richtig schöne Armbanduhr, etwas breiter. Sie sehen es klar auch am Kettengliederband hier. Es ist dreiteilig, das heißt also ein bisschen breiter. Insgesamt der Durchmesser von der Uhr sind 38,5 mm. Und interessant finde ich, dass wir eben auch noch eine Datumsanzeige unten zwischen 5 und 6 Uhr drauf haben, wo ich dann eben ganz genau sehen kann, wie viel, was mir der Tag geschlagen hat und wie viel die Uhr. Nachtleuchtende Zeiger übrigens auch, das sehen Sie auf Minute, Sekunde und auf der Stunde auch drauf. Und natürlich unsere Informationen 3, 6, 9, 12 Uhr und die kleinen Punkte leuchten eben nachts auch alle. Eine traumhaft schöne Uhr und da muss man eben sagen, in diesem Fall auch das komplette Gehäuse aus Keramik. Ganz wichtig, genau. Ja? Auch natürlich zu beachten ist dieses Glänzen, dieser Perlmutt-Effekt, möchte ich fast sagen. Das finde ich sehr schön. Und auch hier wieder unsere Gehäuserückseite besteht auch hier wieder aus Edelstahl. Natürlich auch unsere Dornschließe, die ist auch aus Edelstahl. Nee, nicht Dornschließe, Faltschließe. Faltschließe in diesem Fall. Die ist auch aus Edelstahl. Also liebe Allergiker, Sie können ab heute aufatmen. Diese Uhr werden Sie definitiv vertragen. Und die ist richtig schön. Also ob ich die jetzt wirklich zum Kleid anhabe oder natürlich zu einer Jeans oder zu einem Anzug, weil Frauen tragen durchaus ja auch mal Anzüge. Die ist absolut schön. Ich drehe es nochmal weiter, um auch hier wieder zu zeigen, wie ich die einfach aufmache. Ich klicke einfach hier dagegen. So, und schon habe ich das natürlich leicht geöffnet. Und natürlich, so schnell kann ich es auch wieder selber schließen, weil es gibt so Uhren, da muss man erst jemanden immer kommen lassen, der das zuschließt. Ne? Genau. So. Jetzt habe ich es wieder zugeklickt. Nochmal ganz kurz zu zeigen, übrigens ein präzises Swiss-Quarz-Laufwerk drin und wasserfest bis 3 Atmosphären. Und hier eben auf der Rückseite, das ist total schön zu sehen, haben wir eben die Keramik nochmal übernommen in der Rückseite. Und auch die Schrauben sind leicht vertieft versetzt. Das heißt, da kann ich mir auch nicht wehtun. Perfekt gemacht, sehen wunderschön aus. Und man hat eben hier diese Übernahme von der Keramik, von dem ganzen Material und auch die Faltschließe eben nochmal wunderschön zu sehen. Ich mache es nochmal zu. Ein Zweifaltschließmechanismus. So, und so ist die dann zu und dann sieht die perfekt aus. Eine wunderschöne Uhr für die Damen dieser Welt, aber... Aber wir haben ja noch zwei andere Möglichkeiten. Ja, genau. Bestellnummer ist hier gerade nochmal eingeblendet. Die NC7311 und die 569. Und wir kommen jetzt auch, das war mit dem Aber gemeint, schätze ich mal, zu anderen schönen Uhren. Und vor allen Dingen, die gefällt mir ganz besonders gut. Denn Weiß ist ja auch so was Schönes, Zeitloses, hat so ein bisschen was, naja, fast Unschuldiges, will ich sagen. Das passt wirklich überall hin. Und so natürlich auch diese nächste Uhr. Also wir haben Ihnen die schon mal in Schwarz vorgestellt gerade. Die gibt es auch in Weiß. Und dadurch, dass die so ein bisschen schlank ist, wirkt die natürlich auch ganz anders an einem zarten Handgelenk. Weil wenn man ein relativ dünnes Handgelenk hat, dann sollte man natürlich zu so einer zarten Uhr greifen. Und deswegen ist die ganz besonders schön. Die schmeichelt das Handgelenk so richtig. Und auch hier wieder das Ziffernblatt ist sehr elegant, sehr schlicht, in Weiß gehalten. Lediglich am Rand befinden sich keine Zahlen, sondern unsere kleinen Strasssteinchen, die hier so schön funkeln und glitzern. Und die ist richtig schön. Auch hier die Verarbeitung, schauen Sie doch mal. Das geht alles ineinander über. Das sind keine Einzelteile, die irgendwo plump abfallen können, wie man das ja manchmal von Produkten kennt, dass sie dann nach und nach kaputt gehen. Das ist richtige Qualität. Oh, jetzt habe ich die Blumen hier runtergeworfen. Das macht nichts, das darfst du. Formal finde ich das auch sehr schön. Das kann man eben mit Keramik wunderschön machen. Jetzt bleibst du mal hier drauf, Kollege. Wenn Sie sehen, wie schön flüssig das Armband dünner wird von den einzelnen Gliedern, das kann man eben heute dadurch, dass man Keramik so sauber bearbeiten kann, eben auch perfekt gestalten. Ganz wichtig finde ich aber bei Keramik, und jetzt kommen wir auf einen ganz hauptlegend wichtigen Grund. Diese
Armbänder werden nicht schmuddelig, nicht dreckig, weil wir hier eine Keramikbeschichtung haben. Wenn Sie mal überlegen, Silikonuhren, Silikonarmbänder, der Trend ist ja heute da, diese weißen Uhren, die sehen mit der Zeit immer ein bisschen grabbelig aus. Da haben wir übrigens einen Tipp für Sie, da gibt es diese Dreckradierer, damit kriegen Sie das wunderbar wieder runter. Aber Keramik hat den riesen Vorteil, die Oberfläche ist so dicht und bearbeitet, dass die keinen Dreck, keinen Schmutz aufnimmt. Und deswegen wird diese Uhr immer weiß bleiben. Und das ist eben der Riesenvorteil an Keramik. Und Keramik ja klassisch sowieso im normalen Essbereich auch sehr viel weiß, ist der Klassiker, was eben zeitlos ist. Genauso, finde ich, ist es hier bei der Uhr. Und wir haben eben noch so einen schönen Perlmutt-Effekt drin. Wahnsinn. Und das macht die Uhr eben traumhaft schön. Wunderschön. Sag mal, weißt du eigentlich noch, was diese Uhren von Rado damals gekostet haben, Kai? Ja, das weiß ich noch. Also die ersten Rado, die rauskamen, die haben ungefähr zwischen 1.800 bis 2.200 Mark gekostet. Ja. Die gab es auch noch ein bisschen teurer, aber ich glaube, dass der Klassiker, der durchschnittlich, also die erste Rado, die rauskam, lag bei 1.800 Mark. Wären also heute, schlanke 800 Euro. Ja, ich würde sagen, heute wären es 1.800 Euro. Oder sagen wir es mal so, 1.800 Euro. Euro ersetzt. Genau. Ja, ich hatte eh schon ein bisschen runtergerechnet, weil es waren nicht 900 Euro, sondern ich habe gesagt 800 Euro, vielleicht doch ein bisschen mehr dann. Also gehen Sie auf jeden Fall davon aus, es war sauteuer. Und damals war, und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Rado den Erfolg nicht hatte, einfach das Design. Ja, genau, das glaube ich auch. Aber sind wir mal ehrlich, also wer kann denn schon mal eben locker 1.800 Euro zücken für eine Uhr? Ich glaube, das können die wenigsten, aber mal eben unter 70 Euro, das klingt doch schon ein bisschen besser, oder? Ganz genau, vor allem ich habe hier ein wirklich massives Keramik-Gliederkettenband hier dran. Die Edelstahl-Faltschließe, natürlich den verschraubten Edelstahlboden auch und kommen hier eben wirklich mit einem robusten Quarzlaufwerk, natürlich Batterie inklusive nach Hause. Und es ist ja so, es muss ja nicht immer teuer sein, um schön zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Und unsere Krell und unsere St. Leonhard-Uhren, würde ich mal sagen, sind sehr gefragt, weil sie langsam schon extrem Kult werden. Ja. Das finde ich auch ganz gut. Und deswegen haben wir natürlich jetzt auch noch mal eine nachgelegt, wenn Sie sagen, ich möchte aber gern Strass mit Weiß. Genau. Kultig ist auch diese Uhr, wie uns die Bestellungen zeigen. Denn da ist es auch wieder so, dass das Callcenter heiß glüht. Und einen schönen Nebeneffekt haben wir noch gar nicht genannt. Diese Uhren sind nämlich 3 Atmosphäre wasserdicht. Also Spritzwasser geschützt, ne? Mal eben kurz Hände waschen, ist gar kein Problem. Und das ist ja schon so meine Lieblingsuhr geworden. Mittlerweile, es ist ja so, wir Moderatoren haben ja das große Glück, wir dürfen die Produkte, die wir vorstellen, auch selber natürlich behalten. Und ich glaube, da muss uns keiner sagen, ja, jetzt trag doch mal bitte eure Uhren, das macht man auch schon freiwillig. Ja, definitiv. Also wir haben natürlich, und das haben wir, da weisen wir auch immer wieder hin, wir zeigen natürlich die Uhren, die wir im Programm haben, auch gerne an unserem Handgelenk, weil damit sie auch sehen, wir stehen da selber total drauf. Ja. Wir haben einen wahnsinnigen Uhrenboom ausgelöst und ich muss sagen, ich finde diese weiße mit dem Strass einfach sensationell schön. Ich auch. Das ist eine absolut zeitlose Uhr, die liegt völlig im Trend und ich denke, dass die Strasssteinchen auch in den nächsten Jahren nicht aus der Mode kommen werden, sondern die bringen noch so ein bisschen so diesen Prinzessinnen-Touch, diesen Luxus, den Diamanten-Look mit rein. Und das in der klassischen 38,5 mm runden Uhr, wo eben auch wieder nachleuchtende Ziffernblätter drauf sind und eben die Stundeninformationen eben auch nachtleuchtend sind. Und das leuchtet dann nachts immer so ein bisschen grün. Und das finde ich natürlich super sexy bei so einer weißen Uhr. Und das eben mit dem Gehäuse jetzt auch wieder in weißer Keramik. Das bedeutet also, Drecken, Flecken werden auf der Uhr nicht kommen. Keine Verfärbungen drauf. Und das ist eben der riesengroße Vorteil. Und wenn man mal überlegt, dass diese Uhren normalerweise echt Geld kosten, tatsächlich knapp 200 Euro, dann sollten Sie hier bei knapp unter 100 Euro wirklich zugreifen. Wir haben nicht viele, die werden uns wieder aus dem Haus rennen wie verrückt. Deswegen würde ich sagen, gehen Sie ans Telefon, wählen Sie unsere 0180 51 51 dreimal die 2. Und die Artikelnummer für diese Uhr ist die NC 7312 und die 569, genau, hier eben nochmal eingeblendet. Und ein was möchte ich gerne nochmal zeigen, das habe ich bei der schwarzen Uhr vergessen zu zeigen, denn das sieht auch richtig klasse aus, vor allen Dingen auch sehr luxuriös. Also das finde ich ja besonders, diese Uhren sehen sehr luxuriös aus, aber Kosten, also die Preise sind alles andere als luxuriös, muss man ja schon mal sagen. Wir zeigen es auch nochmal hier neben im Vergleich mit der schwarzen Uhr. Das finde ich schon richtig klasse. Die Krone, ne? Die Krone in Blau gehalten. Ja, aus, ne? Klasse, Hammer. Das ist auch, also das ist ein Hingucker. Viele werden Sie fragen, Mensch, was hast du da für eine wunderschöne Edelstahluhr? Und Sie werden sagen können, kein Edelstahl, das ist Keramik. Hier nochmal die schwarze, Anne die weiße. Keramikuhren, unbezahlbar gewesen. Alle Leute werden staunen und sagen, wo hast du diese traumhaft schöne Uhr her? Bitte, ich möchte die auch haben. Wir setzen Trends mit diesen Uhren. Definitiv, das sehen wir an den Stückzahlen, die rausgehen. Also halten Sie sich ran, weil wie gesagt, wir sind von den Mengen wieder begrenzt. Wir kriegen die ab und zu immer mal
mal wieder rein. Natürlich versuchen wir, größere Mengen zu kriegen. Das ist aber in der Produktion leider nicht möglich. Also, ran ans Telefon, holen Sie sich eine Ihrer wunderschönen Traumuhren nach Hause. Ja, 0180 51 51 und dreimal die 2.